jetzt schon komplett neblig hier, was soll das werden? Hey Leute, heute eine ganz andere Art von Video, denn wir haben TPD2. Das klingt jetzt so ein bisschen wie eine Geschlechtskrankheit, aber TPD2 ist die neue Tabakprodukte-Richtlinie der EU und die wurde jetzt auch in Deutschland umgesetzt und die beinhaltet so einiges, das mir jetzt auch das Leben schwer macht und sich deswegen mein Kanal irgendwie einmal komplett umstülpt. Ich werde heute einfach so ein bisschen drüber erzählen. Es ist schon der 23.05. Es ist 11 Uhr abends. Ich mache mir jetzt ein Bier auf. Störtebeker Schwarzbier. Samtig, weich, röstig. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob ich das jetzt noch darf. Oder ob Alkohol auch... Nee. Weiß ich nicht. Bevor ich anfange, viel zu labern, gehe ich erstmal als TLDR auf die Frage ein, geht dein Kanal weiter? Ja, der geht weiter. Prost. Oh, ist gut. Ich mache mal gerade ein Foto, das kommt auf meinen Untapped-Account. Soziales Netzwerk für Bier. Meinen Account verlinke ich hier unten, könnt ihr mich mal adden. Also, folgendermaßen. Neben ganz vielen anderen Regelungen, die die E-Zigarette betreffen, im neuen Tabakproduktegesetz, warum auch immer beim Tabak, ist auch geregelt, wie die E-Zigarette oder die Händler mit Werbung umgehen müssen. Und das ist ziemlich stark reglementiert. Das heißt, keine Werbung mehr in audiovisuellen Medien beispielsweise. Sowas wie YouTube. Jetzt ist es ja so, die Videos, die ich bisher gemacht habe, liefen sehr oft nach dem Schema. Händler schickt mir ein Produkt. Ich probiere das Produkt aus, erzähle was drüber und sage auch, ich habe das von dem und dem Händler. Da stecken mehrere Interessen dahinter. Euer Interesse daran ist, was über das Produkt zu erfahren. Mein Interesse daran ist, was über das Produkt zu vermitteln. Das Interesse des Händlers daran ist, den Absatz zu steigern. Und damit ist es dann Werbung. Oder es ist jetzt verboten, ausgenommen. Und das heißt auch, die Videos, die ich bisher gemacht habe, sind alle von meinem Kanal runter. Bis auf so ein paar, aber die beziehen sich eher auf so Praxisthemen, die das Dampfen angehen und nicht auf die E-Zigarette selbst. Was ich bisher so richtig auf E-Zigarettenprodukte bezog, das habe ich alles runtergeworfen, das kann ich leider so nicht stehen lassen. Was ein hartes Ding für mich ist, denn ich habe, weiß ich gar nicht, 180 Videos oder was gemacht, innerhalb der letzten 5 Jahre, so lange besteht mein Kanal irgendwie, den habe ich 2010, habe ich das erste Video hochgeladen zu irgendeiner kleinen 901-Zigarette und seitdem läuft das Ding. Und das ist für mich jetzt echt eine Zäsur, weil YouTube für mich, auch wenn ich nicht so oft Videos gemacht habe wie beliebtere, größere YouTuber, für mich trotzdem ein Teil meines Lebens geworden ist und auch die Bekanntschaften, die ich darüber gemacht habe und die Erfahrungen, die ich gesammelt habe und all das hat halt stark irgendwie in mein Leben mit reingespielt. Und da wird es jetzt halt einen Schnitt geben, da wird sich so zumindest in der Art, wie ich das bisher gemacht habe, einiges ändern müssen. Ein paar von den größeren Dampftubern haben zusammen eine Skype-Konferenz gemacht und haben sich über das Thema unterhalten. Und ich habe das gesehen und mir wurde dabei klar, boah, das ist richtig Stress, das richtig machen zu wollen. Das ist nicht simpel und man bewegt sich immer auf so einem schmalen Grat, wo man es falsch macht und dann quasi rechtlich angreifbar ist. Das versetzt mich schon so ein bisschen in Stress. Ich mache die Videos, weil es mir Spaß macht, aus keinem anderen Grund. Und da geht schon ein bisschen was Freizeit drauf und man hat immer so ein bisschen was zu tun, auch mit der Community, Fragen beantworten, hin und her, irgendwie mit den Händlern, mit den Herstellern sprechen und sowas. Und das macht Laune. Also mir macht es tierisch Laune. Das, was jetzt auf mich zukommen könnte, nämlich, dass ich da anfangen muss, irgendwie so Rechte zu umschiffen und zu gucken, was da geht und was nicht geht, das macht mir keine Laune. Da habe ich keinen Bock drauf. Ehrlich gesagt, null Lust auf sowas. Ich habe das Statement von Steamshots der Thematik gesehen. Den Kanal kennt ihr bestimmt, wenn nicht. Schaut mal bei YouTube nach Steamshots. Super cooler Typ, der in der nicht langen Zeit seines Bestehens, seines Kanals über 400 Videos gemacht hat, über Hardware, der macht das echt saugut. Und der beispielsweise hat jetzt gesagt, er lässt alle Videos online und guckt einfach, was passiert. Das hat Eier. Das hat verdammt Eier und ehrlich gesagt, die Eier habe ich nicht. Hab gar keine Lust auf Stress.
Und warum auch? Also mir ist eines ganz klar, auf diesem Planeten gibt es eine relativ unüberschaubare Anzahl von Arschlöchern. Die rennen da rum und gehen Leuten auf den Sack. Jeder kennt die irgendwie. Und das, was jetzt passieren kann, wenn es bei mir zu einem Streit kommt, heißt, ich werde mich nicht mit den coolen Leuten den ganzen Tag auseinandersetzen müssen, sondern ich werde mich mit Arschlöchern auseinandersetzen müssen. Ich will mich aber nicht mit Arschlöchern auseinandersetzen. Übrigens zum Schwarzbier, und ich weiß, ich sag das einfach, vielleicht darf ich das auch nicht gucken. Black Label von Island Fog passt saugeil. Das Liquid schmeckt nach Cognac. Ist herrlich. Ja, was eine Mischung. Naja, und aus eben diesem Grund wird sich jetzt einiges ändern. Das heißt, ich werde keine Produktreviews mehr machen, wenn Händler mir was schicken wollen, so wie das eigentlich die ganze Zeit gelaufen ist, sondern wenn ein Produktreview kommt, dann von Produkten, die ich mir deswegen gekauft habe, weil ich sie gut finde. Was ich nicht tun werde, ist mir Produkte zu kaufen, nur um sie vorzustellen. Also wie mache ich das jetzt künftig mit den Videos? Ich habe die ganze Zeit schon so ein bisschen das Problem gehabt. Ich habe so ein kleines bisschen, na, noch nicht über, aber nicht mehr so viel Lust gehabt, Produkte zu reviewen. Das hat einen ganz entscheidenden Grund. Die Produkte sind alle sehr, sehr gut geworden. Ich kann letztlich als YouTuber, der Produkte vorstellt, momentan nur noch zeigen, wie gut das alles funktioniert. Es gibt nicht mehr viele Tricks, viele Kniffe oder sonst was. Die Produkte sind einfach mittlerweile ausgereift und fantastisch. Natürlich sind mal schwarze Schafe bei, aber das wird immer, immer weniger. Und dadurch wurden auch meine Videos einfach unkreativer. Gezwungenermaßen werde ich mich jetzt wieder um die Themen rund ums Dampfen kümmern und nicht um die Produkte selbst. Es gibt ums Dampfen rum super viel zu erzählen. Es gibt sau viele Themen von Wickeln, Nikotin, Aufbewahrung, alles Mögliche, super viel. Und ich werde mich eher auf das Zeug stürzen. Und ich glaube, der Prozess wird bei mir dann nochmal kreativer. Er war es halt die ganze Zeit nicht mehr. Wie das genau wird, da kann ich euch jetzt schon ganz fest sagen, mit voller Überzeugung, keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht. Die Videos, die ich jetzt offline genommen habe, werden auch erstmal nicht mehr online gehen. Es sei denn, die Gesetzeslage ändert sich irgendwie oder es gibt ein Grundsatzurteil, was besagt, dass ich das Zeug wieder online packen darf. Ich werde jetzt nicht anfangen, die Dinge so zurechtzuschnibbeln irgendwie, dass es wieder passt. Denn ich finde, das hatte damals seine Zeit und das hat auch alles gut funktioniert. Ich habe nicht das Gefühl, ich hätte Arbeit investiert, die jetzt einfach so weg ist. Überhaupt nicht. Denn mir haben so viele Leute schon geschrieben, dass sie über meine Videos ans Dampfen gekommen sind, dass sie keine Zigaretten mehr angefasst haben, dass ich sage, jo, die Arbeit war super geil investiert, aber ein Kapitel ist jetzt rum und jetzt fängt das nächste halt an. Das wird eine Herausforderung. Ich habe Bock drauf. Ich habe das Material hier. Ich kann filmen, ich kann schneiden, ich kann animieren. Das heißt, ich bin mir fast sicher, ich kann da so ein bisschen was reißen, wenn ich dazu einen Arsch hochkriege. Ich bin so ein bisschen verpeilter Hänger. Also ich meine, ich bin jetzt auch 3 Tage nach der TPD, komme ich da mit meinem Video an. Und ich bin in allem immer sau langsam. Und wenn mich irgendwas nicht mehr so interessiert, dann verliere ich auch sehr schnell die Lust daran, das irgendwie fertig zu machen. Denn dann ist der Drops für mich gelutscht, wenn es mein Interesse nicht mehr hat. Und dann stecke ich nicht in meine Freizeit. Was für mich dann letztlich auch bedeutet, ich werde die Sachen machen, auf die ich total Bock habe im Videobereich. Und das wird ein neuer Abschnitt der Reise, die noch lange nicht fertig ist. Die Reise dauert an und vielleicht habt ihr Bock, auf diese Reise mitzukommen. Auch wenn nur selten Dinge passieren, aber es werden Dinge passieren. Und ja, es wäre einfach schön, wenn ihr bei mir dabei bleibt. Ich habe jetzt die letzten 5 Jahre eine echt coole Community kennengelernt, die zusammenhalten kann, die sich auch mal gegenseitig vertrimmen kann. Aber wenn es drauf ankommt, funktioniert das alles wieder. Und ich glaube an die Geschichte. Ich glaube auch an die Geschichte Dampferei an sich. Also das wird bleiben, das wird bestehen bleiben. Wir sind mittlerweile zu viele, das Thema ist zu groß. Das Ding ist gewachsen und
durch so eine kleine Regulierung, die jetzt irgendwie sagt, die Flaschen müssen so groß sein und in den Tank darf so viel rein und dieses und jenes Aroma darf nicht benutzt werden, wird das nicht sterben. Das wird nicht passieren. Es wird sich jetzt wandeln. Das ist okay. Es gibt Sachen, die sind jetzt halt rum. Und es gibt Sachen, die treten jetzt wieder weiter in den Vordergrund. Und ich habe für mich beschlossen, ich will bei dieser Wandlung mit dabei sein, miterleben, was passiert, gucken, was die Community damit anfängt. Die Community war bis jetzt immer super kreativ darin, Lösungen zu Sachen zu finden, das weiß ich. Und das wird jetzt auch weiterhin der Fall sein. Und wir werden das Ding weitertragen. Das ist überhaupt keine Frage. Ja klar, das wird funktionieren. Das wird funktionieren. Und ich meine, seht's positiv, ihr guckt euch jetzt ein bisschen weniger Werbung an. Hey! Nee, also das muss ich auch sagen. Es war bisher immer so, ich selbst habe nie Händler oder Hersteller angeschrieben und gesagt, schickt mir doch mal was. Das habe ich so ein, zwei Mal gemacht. Aber ansonsten sind die halt auf mich zugekommen. Was eine sehr schöne Position ist, denn dann kann ich auch zu denen immer sagen, passt auf, schickt mir was. Vielleicht mache ich ein Review, vielleicht aber auch nicht. Wenn ich eins mache, kann es aber auch sein, dass ich sage, euer Produkt ist scheiße. Und das sage ich dann öffentlich in die Kamera. Und bis auf zwei Händler, nicht aus Deutschland, hat jeder gesagt, mach das so, sehr gut. Wir wollen, dass das Zeug gut funktioniert und wenn es kacke ist, dürfen die Leute das gerne wissen. Von daher, ich selbst habe das nie als Werbung betrachtet, im Großen und Ganzen gesehen, dass aber tatsächlich für die Händler und Hersteller um Absatzsteigerung geht, muss man so sehen. Es ist indirekte Werbung und da das so ist, müssen wir jetzt halt damit umgehen. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich mag so selbstreferenzielle Geschichten nicht unbedingt, deswegen lasse ich das jetzt an der Stelle so stehen. Der Kanal geht weiter. Ich habe gesehen, es sind schon ein paar Abos gefallen, blablabla, die sind jetzt halt raus. Ist schade, aber ist so, kann ich auch nachvollziehen. Und ja, wenn ihr Bock habt, bleibt dabei. Ist natürlich euch überlassen, aber ich würde mich sehr freuen. Hier unten ist ein Feld, ihr könnt was sagen. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, drückt vielleicht auf Abonnieren. Vielleicht drückt ihr auch auf Deabonnieren, weil ihr sagt, nee, der bleibt sich da nicht treu. Das ist völlig okay. Ich bin der Ansicht, man muss sich nicht treu bleiben. Man muss aus der Situation, die man hat, immer irgendwie das Beste machen. Und das werden wir jetzt einfach tun. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.